Hallo und willkommen zu einer weiteren Schwärmmission der Herd-of-Smoke-Kampagne. Wie wir sehen können, wir haben hier das Forschungslabor, also die Sky Gyre Station, schon vernichtet. Mein Fraps hat leider irgendwie eine Macke gehabt, deswegen muss ich jetzt hier nochmal aus dem Missionsarchiv gehen. Wir sehen hier die Mission Gespenster der Leere. Schwierigkeit ist auf schwer hier schon abgeschlossen. Irgendwie hat mein Fraps aber totale Macken gehabt, deswegen das Ganze jetzt hier nochmal von vorn. Wir können hier nochmal bei Carrick ganz schnell reinschauen. Ich habe hier jetzt vor uns geändert gehabt, denn dies ist die Mission, in der Carrick nicht auswählbar ist, also in der sie mit Narut kämpft. Deswegen habe ich jetzt hier gewechselt auf die Zwillingsdrohnen und auf automatisierte Extraktoren. Ja, und an sich, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich wirklich die Zwillingsdrohnen nehme oder die Vespin-Effizienz, aber ich denke, so dürfte das eigentlich gehen. Ja, und an sich würde ich sagen, machen wir nochmal schnell die Mission und starten. Wir sind ja auch schon in der Mission. Hier einfach mal schnell durchrushen. Die Monstrosität. Welche Monstrositäten? Wir sind einfach nur Zerg. Basis vernichtet, damit wird das hier jetzt auch gleich unsere Hauptbasis. Zack. Jetzt beginnt Carrigan gleich den Kampf gegen Stukov. Inzwischen ist das jetzt hier unsere Hauptbasis. Ich baue jetzt gleich schnell die Extraktoren, weil die hier automatisiert arbeiten. Ich nutze hier auch gerade noch das Wissen von uns aus der Mission und werden jetzt hier gleich die erste dieser Basen sichern. Also die erste Erweiterung meiner Basis. So. Ich hoffe, man hört hier nicht allzu viel der Bauarbeiten hinter mir. Das Haus neben mir wird gebaut, inzwischen seit was weiß ich wie vielen Jahren nach dem Motto. Also ich glaube, ja, ein Jahr, anderthalb Jahre zieht sich das jetzt glaube ich hin. Inzwischen fangen sie mit schweren Geräten an, das war erstmal ein bisschen normaler und leiser. Ja, stimmt, ich habe die Brutstätte noch gar nicht hinzugefügt gehabt. Ei, 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 dummes Erik. So, neue Arbeiter hier ausbilden. Wir können jetzt erstmal schon mal so weit die Oberfläche von diesem Altarraum gesichert werden. Wieso Stukov immer dort stehen bleibt? Ach so, wenn er seine Fähigkeit gewirkt hat, hört wahrscheinlich sein Angriffsbefehl auf. Das war jetzt die einzige Erklärung, die ich soweit hätte. Weil das war vor uns schon mal, dass er einfach dort stehen geblieben ist, obwohl er eigentlich einen Angriffsbefehl hatte, aber es könnte natürlich auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass halt einfach sein Angriffsbefehl endet, sobald er einen anderen Befehl kriegt. So, ich baue jetzt hier die Doppel-Evo-Chamber. Und mir ist vor uns eine Idee gekommen, was ich mal hier testen will in der Mission. Ich nicht mal die nötigen Mineralien habe. Da. Deswegen gehe ich hier auf den Schößling. Jetzt kann ich mir überlegen. Ja, was soll's. Ich gehe auf den Doppelschößling. Umso schneller habe ich die Erforschungen fertig. So habe ich dann Boden- und Lufterforschungen. Hier brauche ich nochmal ein paar Arbeiter. Das ist dann alles voll damit. Hier arbeiten auch schon die ersten 10. Hier könnte ich das letzte Mal in Arbeit geben. Ich nehme jetzt hier die Panzerung für die Brütlinge und Nahkampfangriffe für die Brütlinge. Also Zielsetzung damit ja wohl klar. Ich gehe auf Brütlinge, also auf Broodlords. Damit bin ich bei 16 der 21 Arbeiter. Stukov läuft jetzt hier mal zwischen weiter. Die sollen ja nicht die ganze Zeit rumstehen und nichts tun. Eine einwandfreie Entscheidung. Vorwärts! Stukov, ich spüre Kristalle, die Narut verwendet, um rohe Psi-Energie zu angreifen, dass hier die Truppen kommen. Ja, ihre Energie ist schwach. Verborgen nahe dem Tempel. Falls wir genügend Zack. Zeit haben, so. Werde
Kristallen wird sie finden und zerstören. Ich zeige dir trotzdem die Position dieser Artefakte. Kristalle. Die Kristallposition werde ich dir trotzdem zeigen, auch wenn ich sie jetzt eigentlich nicht mehr bräuchte, weil ich die Mission ja bereits abgeschlossen habe. Aber für jemanden, der die ganze Mission so nochmal spielen möchte, der sieht zumindest so, wo es ist. Das kann euch also auch helfen. So, hier bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich in den das Artefakt noch mit reinlaufe. Schließlich sind hier auch Immortal Tells, dachte ich eigentlich. Aber das ist ja bloß einer. Dann versuchen wir das Ganze einfach mal so. Oh, hier ist er. Die erste Angriffsarmee. Du kriegst ja ganz schön Damage durch den Immortal. Gut, das war's. Den Immortal ausgeschalten. Jetzt kann ich erstmal schnell alles heilen. Und ich bringe meine ersten Mutalisken jetzt hier heraus. Gleichzeitig jetzt endlich mal die Upgrades hier starten. Ja, 10 Sekunden. War ja klar, dass das noch nicht so ganz ist. Meine Einheiten können schon mal hochgehen. Das sind die Mutationen hier. Panzerung und Nahkampf. Haben wir gleich wieder neu gestartet. Das sind meine ersten Mutalisken. Zack, ab hier hoch. Und gleich die ersten 3 Brutlords daraus erschaffen. Und jetzt, wo die, wenn die so halb fertig sind, kann jetzt auch Stukov hier schon anfangen. Mutalisten ziehen sich ein bisschen zurück. Ich möchte hier noch keine verlieren. Natürlich werdet ihr das. Aber ich kann meine Kräfte weiterhin für den Kampf einsetzen. So. Dass ich den Stalker jetzt rausgefokust habe. Und dürfte klar sein. Stalker, Schaden an gepanzerten Ziele, Ultralisk, gepanzerte Ziele. Oh, die Ultralisk haben sogar überlebt. Ich dachte gerade schon, ich habe die verloren. Boah, gleich die nächsten Fruitlots hier mit rein. Ich kann die ätzende Explosion einsetzen, um durch die Rüstung dieses Hybriden zu dringen. Die Ultralisten hier schön am Vorbeirennen, eigentlich können sie gerade gar nichts machen. Doch, jetzt. Tempel deaktiviert. Die Brutlords sorgen jetzt erstmal dafür, dass ich dort den zweiten Tempel gleich mit einnehmen kann. Indem sie jetzt hier einfach die Truppen schnell von der Distanz ausschalten. Es gibt ja hier keine Luftabwehr wie Phoenix oder sowas. Die einzige Luftabwehr sind hier Cannons und diese kann mir über die Distanz einfach keinen wirklichen Schaden, keine wirkliche Chance. Mutation abgeschlossen, das dürfte diesmal die Luft sein, genau. Ach ja, wenn ich jetzt noch das Pinkas dafür hätte. Da, so. Jetzt können die Brutlords hier schon mal die Basis mit angreifen. Unsere Streitkräfte sollten sich darauf konzentrieren, Naruts Tempel zu zerstören. Rückzug. Achso, muss ich jetzt hier den Schwarmstock verteidigen. Ich kriege allerdings leider ein bisschen wenig das Pinkas hier rein. Ich muss jetzt hier einfach Zerklinge rein. Einziger Grund für die Zerklinge momentan ist der Größe, der extreme Mineralienüberschuss. Deswegen kommen die einfach mal rein. Mein Handy meldet sich hier gerade noch. Gut. Ja, das reicht, wenn ich dann antworte. Bringen wir mal die nächsten Zerklinge gleich mit hier so weit rein in den Kampf. Und ich nehme jetzt hier auch gleich den zweiten Altar mit ein. Ja, ich verstehe.
anderen Protoss. Nicht mal so schlecht. Schnell, vernichte die Protoss. Die Hybriden nähern sich. So, das war bald. Protoss hier ankommen. Allerdings aber dieses leicht zerfleischt werden durch die Brutlords. Stukov könnte ich jetzt endlich mal benutzen, um hier gleich die Scouts stark anzuhitten. Das ist ganz gut. Oh, die Hälfte der Brutlords ist hier unnütz und setzt nichts ein. Natürlich nicht so gut. Meine Mutterlisten hier gerade an sich, das ist richtig. Oh, 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 oh. Raus hier, Mutterlisten. Das ist nicht euer Kampf. Der zweite Tempel ist gefallen. Binde dich so viel du willst. Deinem Schicksal kannst du nicht. So, die nächsten Mutterlisten morphen zu Broodlords. Ich aber auch mal neue Brutlords, neue Mutterlisten mit reinbringen. So, und jetzt führen wir mal den Angriff gleich richtig fort. Ja, wir müssen jetzt hier eigentlich dann ja die Mutterlisten kommen zur Verteidigung, denn hier gibt es auch ein paar Flugtruppen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Beziehungsweise wir haben ja vorhin schon den ersten Phönix gesehen, da ist er auch schon wieder. Ganz, ganz schlecht. Gut, momentan habe ich hier noch eine größere Armee Zerglinge, die sich gerade schlecht anmelden lassen. Jetzt. Ach, das sind doch bloß Bodentruppen. Na gut, dann sollten die Zerglinge hier schon vollkommen ausreichend sein. Ja, ja, ohne Probleme. Dann bin ich Brutlords jetzt doch wieder zurück. Ich schicke die Zerglinge jetzt einfach mit vorne in den Kampf, also rein in die Basis direkt. Ist mir ja wieder relativ egal, wie viele davon sterben. Es ist wie schon in den letzten Missionen, es kommen einfach immer mehr. So. Da ist die erste Lufteinheit. Zack, weg war sie. Ich dachte mir gerade so, von der Zeit her müsste das dann mal fertig sein. Warum habe ich schon nichts gelesen? Aber ich habe es tatsächlich einfach nur nicht gelesen. Eigentlich ist es schon lange fertig. Oh, 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 oh. Da ist ein Scout, der meine Einheiten angreift. Das sind sogar zwei Scouts, die meine Einheiten angreifen. Okay. Warum arbeiten die Mutterlisten nicht? Die stehen daneben und gucken zu. Hm. So. Das Rüstungsupgrade noch in Arbeit geben. Ja, mache ich jetzt einfach auch noch mit die Geschosse fertig. Ich brauche es zwar eigentlich nicht unbedingt, aber was man hat, hat man. Hier sind ja sogar noch Larven drin. Na, ja, dann müssen die drei Larven dann wohl auch noch Mutterlisten werden. Zwei. Ein kleines bisschen Gas. Und Nummer 3. So. Das ist einfach stimmt hier. Die Basis hier schnell noch komplett vernichten. Inzwischen machen sich hier mal 3 Drohnen auf dem Weg. Einer für die Basis, 2 für die Vespin-Geysire. Da ist ein Angriff auf meine Basis, so wie es aussieht. Da muss ich Stukov mal schnell drum kümmern. Fast leider. Stukov dann mit den 2 Hydralisten und den 2 Ultralisten Chance haben.